Hallo und hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Old Folk 2. Jetzt geht's weiter. Gerade hat sich mein Rechner aufgehangen oder das Spiel wollte nicht. Also jetzt geht's los. Ich connecte jetzt in den Zimmer und hoffe, der steht da gerade nur in der Nähe. Ich habe keinen Auftrag. Und warte jetzt nur noch darauf, dass ich jetzt Andi wiederfinde, weil ich muss nach Kopenhagen. Und habe kein Navi angeschaltet. Ich bin jetzt ihn wirklich angewiesen. Es könnte öfters passieren, dass er sich mal aufhängt. Leider. Daher muss ich öfters bestimmt abbrechen und zusammenschneiden. Aber auch kein Problem. Hat er eigentlich noch was geschrieben? Wer? Der Ballon, der so heißt. Bestimmt hat er jetzt. Nee, wollte mal los, mal eben kurz sehen. Also. Hä? Wo bist denn du? Ich sehe dich noch nicht. Ich hab dich nicht mal auf dem Radar. Ich auch nicht. Und ich bin auf der 3. Ich bin schon an der Kreuzung. Hä? An welcher Kreuzung? Ja, eine Autobahnkreuzung. Hä? Wo? Moment, ich guck mal, wo ich bin. Moment. Ich bin jetzt da bei der, kurz vor der, oder kurz nach der Autobahn auf und abfahren bei Aalborg. Ah, jetzt hab ich dich. Ach, da bist du. Ja, genau. Ausfahrt zur Autobahn. Und dann, ja, jetzt hab ich dich. Also, Leute. Der ist schon sehr weit gefreut noch. Jetzt sehe ich dich auch als Punkt. Ich habe natürlich Rundumleuchte an, das heißt, ich bin das Schlusslicht diesmal. Und ich glaube, bei jedem Konvoi, der letzte ohne, ist der immer ohne Hänger, die ohne Hänger kommen immer hinten. Oder wie macht ihr das? Ja, bei uns ist normal auch immer so, mit der vorne fährt normal immer einer. Wo ohne Trailer, also Konvoi-Absicherung, mitfahren dann die anderen, die wo mitfahren mit Trailer. Und in der Mitte, so aber auf der mittleren Spur, wenn es dreispurig ist, fährt normal immer noch einmal eine Security und hinten nochmal. Also ich kenne vorne der Anführer, also egal ob mit oder ohne Trailer, dann die ganzen Leute und hinten mal die ohne Hänger, weil es haben bestimmt nicht alle immer einen Auftrag dahin. Oder wenn es krass kommt mit Security, die hier absichert. Ich gebe dir einen Tipp, schreib nie Security in deinen Namen. Weil das könnte nicht schief gehen. Ja, das kann schief gehen. Weil wir haben nämlich auch, das haben wir jetzt auch aufgehört. Weil wir haben das auch früher gemacht und das war, da hat man dich nur gerammt und so und das ist überhaupt nichts gewesen. Ja. Nur ist das Name sowieso so, wie er ist. Security passt da sowieso nicht rein. Was, der Blue wieder? Ja, nee. Steffen 85. Ja, ich habe nur das Anfang gesehen, das SEW und dann wieder Jean. Und da dachte ich, das wäre jetzt der Blue schon wieder. Der, weil er so ähnlich aussah jetzt gerade mit dem Namen, weil er war schnell wieder weg von mir. Ich sehe dich gerade nicht, aber ich sehe dich auf der Karte noch. Wir sind ein auseinandergezogener Konvoi. So. Leider sieht man meine Rundumleuchte gar nicht, oder? Ja, kommt sie drauf an. Jetzt sehe ich sie nicht, weil du nicht neben mir bist oder so. Aber die richtige Ob 12, ne? Die muss man eigentlich sehen können. Ja, ich weiß, ich kann 50 Punkte kriegen, wenn ich über 100 fahre. Ich fahre schon über 100. Ich fahre gerade schon 109.
Kennst du Frank Frotzel? Ja. Genau. Und der hab ich auch geguckt. Den habe ich auch geguckt und der hat auch so eine Art, wie ich jetzt gesagt habe, den Konvoi gemacht. Deswegen habe ich mich jetzt nach seiner Art gerade. Und man kann auch wirklich so wie du machen. So. Wie ihr seht, sieht der nur schwarz. Und zwei. Und den lauter Chat. Den kannst du jetzt natürlich auch ausschalten, habe ich gehört. Mit F9, glaube ich, war es. So. Ja, stimmt, weil jetzt kommt kein Chat mehr. Ja, ja, geht. Weil dann kommen die ganzen nervigen Teile nicht. Man kann sich auch darauf konzentrieren. Ja, das ist dann zum Beispiel bei einer Aufnahme beste. Ja. Manche machen auch ohne Karte und ohne Spiegel. Und man nutzt nur die Spiegel, die dran sind. Aber ich benutze lieber die anderen Spiegel. Da habe ich mir im Auge. Weil Leute, hier sind manche sehr lustig drauf. Ihr wisst, was ich jetzt meine. Und daher habe ich lieber die Spiegel und habe sie im Auge als die anderen. Wenn das Einzige, wenn ihr meine, was ich jetzt so noch habe, ist das Navi und sonst aber auch nichts. Ich habe keine Zusatzspiegel mehr, sondern gar nichts mehr. Okay, weil ich habe noch diese F2-Spiegel an, alle beide. Aber die meisten haben ja alles ausgemacht. Aber ich habe lieber die Spiegel im Auge, als sie nicht im Auge zu haben. Du weißt ja, wenn meine erste Folge und meine zweite Folge noch nicht gesehen habt, ihr könnt sie in YouTube gerne nochmal nachgucken. Ich mache da noch ein Playlist dazu. Ihr könnt ihr alle nacheinander gucken. Es kommt noch mehr. Mal gucken, wie lange wir Lust haben und ob wir Bock noch haben. Wenn es uns so dumm kommt, dann machen wir sogar mal Pause. Ja? Ja, und wie gesagt, in der, glaube ich, zweiten Folge, was, das, wie sagt man das so, Gewinnspiel gilt das immer noch. Ja, aber jetzt ist er nicht on. Ich sage euch Bescheid, wenn er on ist. Weil das nützt euch nicht, jetzt die Augen aufzuhalten, wenn er nicht on ist. Das wäre jetzt auch gemein. Wir sagen euch Bescheid, wenn er on ist. Und auf den Server rumtigert. Ne, so gemein sind wir jetzt nicht. Sonst würde ich jetzt die ganze Zeit die Augen aufhalten. Und er ist ja nicht on. So gemein sind wir jetzt nicht. Ja, und es wäre vielleicht besser, wenn ihr dann auch Teamspeak hättet. Weil genau, wenn ihr Konvoi. Schreiben ist ein bisschen mühsam. Deshalb. Genau, wenn ihr mit uns Konvoi macht, hoffe ich, dass ihr Teamspeak habt. Dann geht das viel einfacher und auch besser für uns. Ja, und wer es noch nicht hat, also kann keine Fehlinvestition, obwohl es nichts kostet. Also. Von dem her. Genau, könnt ihr ihn installieren. Wenn ihr noch keine Ahnung habt oder noch zu jung seid, fragt eure Eltern, die helfen euch bestimmt gerne. Na, die Eltern helfen immer gern. Ja, normal schon. Und manche dürfen ja nicht. Grüß dich, Snoopy, und herzlich willkommen in YouTube. Aber er weiß ja nicht, dass er in YouTube ist. Weil wir haben jetzt nicht geschrieben, machen Aufnahmen. Weißt du, wie das endet? Ja, dass auf einmal 100 alle Leute oder alle Leute um dich picken. Ja klar, oder Rahmen extra noch. Da komme ich ja gar nicht mehr hier weg. Wie viele Kilometer hast du denn noch? Weil ich sehe ja nichts. 90. Okay, weil ich sehe ja keine. Aber ich sehe ja eine Rundumleuchte, wenn du einen hast. Immer blinkt da. Und du bist ein bisschen zu schnell, aber ich sehe dich noch auf der Karte, das reicht mir schon. Fahr noch mal weiter, ich sehe dich ja noch. Wenn du aus dem Kartenbereich bist, dann musst du mal anhalten, kurz. So sieht eigentlich nicht aus, aber
Eigentlich können wir das auch besser, aber mein Auto ist leider nicht schnell genug gerade. Daher muss ich eigentlich vorne, nicht hinten, aber ich habe nicht ewig Bock, immer vorne zu sitzen und Anführer zu spielen. Daher machen wir auch wie Frenkel Fratzel, wenn ihr den auch kennt, noch ein ehemaliger Let's Player, den Kanal gibt's noch. Jetzt mache ich noch YouTube Werbung für einen ehemaligen Spieler. Der macht jetzt andere Let's Plays, bis gerade aus dem Kartbereich raus. Aber du bist ja gerade ausgefahren, oder? Ja. Gut. Der macht jetzt andere Let's Plays, aber er hat auch früher Euro Truck Simulator, Toilette, Klo Management Simulator, Bausimulator, bisschen war es glaube ich noch. Der hat, ja, ich hab dich gehört, hat sämtliche Simulator gespielt. Wenn du Bock hast und Lust und Zeit habt, guck auch gerne in den Kanal nach. Leider hat er aufgehört. Wegen gesundheitlich, glaube ich, war es gesundheitliche Gründe und auch mal was anderes. Keine Ahnung. Ich hab eigentlich soweit alles gefolgt noch. Ich habe auch noch ein Abschlussvideo geguckt von ihm, dass er aufhört. Aber er hat eigentlich der Lustig auch der Let's Plays gemacht, eigentlich, muss man sagen. Ja. Schade. Ich freue mich auch, wenn ihr auf meinen Kanal guckt. Jetzt gibt es bei mir Sims 4. Ich versuche so gut wie möglich ein paar Sachen. Wenn ihr noch Ideen habt, schreibt in die Kommentare für Sims. Dann sehe ich sie sofort. Und wenn ihr auch Lust habt, könnt ihr euch mal hier beim Multiplayer von Eurotruck, wenn ihr gerade in der Nähe seid, oder ein Lucky Boy oder ein Oldschool Andi Adi sieht, ich muss mal gerade, ich sehe dich gar nicht mal auf der Karte, halt mal bitte an, ne? Sieht, frag ihn einfach mal, wann das nächste Konvoi startet. Und dann geben wir euch gerne Antwort. Das Gewinnspiel gibt es immer noch. Und ihr könnt auch immer noch unsere Ziele reinschreiben. Ich kann euch gerne auch alles gleich nochmal durchsagen, was alles gibt für Länder. Oder eben, ja, ihr könnt auch reinschreiben, was ihr, oder wo wir hin sollen, falls ihr irgendeinen Wohnstadt oder so habt. Zum Beispiel von Frankfurt nach Köln oder nach Polen irgendeinen. Tut mir leid, ich kann eure polnischen Namen für alle Polen, die mir zuschauen, nicht aussprechen. Ich bin ein Deutscher und habe überhaupt keine polnische Ahnung. Daher, wenn ich was falsch ausspreche, dann auch tut es mir herzlich leid, nimm es nicht böse. Genauso wie Schwedisch, ich kann kein Schwedisch, Dänisch und Norwegisch, das kann ich also gar nicht. Also nicht böse sein, das wird nur lustig enden. Ja, was hab ich denn noch? Du musst denn da rechts runter, okay? Rechts runter, okay. Wir sind auch schon. Ja, okay, rechts runter. Ich sehe das ja an deiner Karte, an dich. An der Karte, genau auch. Und noch ein paar Minuten und dann. Also, ich habe jetzt zwar kein Sims 4, aber wir spielen trotzdem zusammen. Da ist eben Eurotruck, Multiplayer und dann. Eurotruck und Landwirtschaftssimulator 2015. Wo übrigens auch schon zwei Folgen hochgeladen wurden. Genau. Schaut gerne auch da rein. Und, wow. Ich hoffe, ich gucke kein LKW. Gut. Okay, das war jetzt ein langgezogenes W. Oh ja. Ich bin gerade knapp vom Schild. Ich habe noch ein bisschen ganz viel Platz gehabt, aber bin knapp davor stehen geblieben. Ups. Deswegen W. Oh ja.
also Andi ist, hat doch keinen YouTube-Kanal, also von ihm wird er erstmal nicht. Er wird euch dann sagen, wenn er einen YouTube-Kanal öffnet und YouTube macht, auch da bist du, okay. Und dann machen wir natürlich auch wieder gemeinsame Sachen. Wir machen ja vieles gemeinsam. Du bist im Hotel? Ne, BVP. Hä? BHV. Ah. Ich habe erst noch BH gelesen und danach V. So. Fährst du raus gerade? Dann fahr ich mal eben rein. So bin ich nicht im Weg und kann wenden. Aber ich fahre so rum. So störe ich dich nicht. Ich bin ja noch geduldig. Sind wir wirklich in Kopenhagen? Hier steht nur Odensee. Ich war in Kopenhagen, du hast Odensee. Stimmt. Hab nicht jetzt auch mehr einen Gedanke. Also, für alle, die ein bisschen Herausforderungen wollen bei Eurotruck Simulator 2, nimmt mal was in Schweden oder fangt mal in Schweden an, zur Not. Ihr kriegt da wirklich Herausforderungen. Es gibt manche Firmen, die sind wirklich eng oder ein bisschen gut gemacht. Beispiel irgendwo ist wirklich eine Firma, da musst du Rampe aus Blech, die eng ist, sehr kompliziert und das mit Hänger. Also, ich habe. Ja? Kann ich was sagen? Ich habe einen neuen Level. Gut. Ich bin jetzt König der Straße. Gut, ich bin gar nichts, weil ich habe nichts gehabt und bin nichts gefahren. So, wir können ja noch mal eben kurz ein paar Minuten. Ja, so lange geht sich hier nicht mehr aus. Genau, du musst ja auch gleich off. Ja, ich habe jetzt eben nur eine blöde Reise noch weiter. Also ich habe nach Polen, nach Warszawa, dann habe ich Brüssel, dann Lutz. Dann habe ich Poznan und dann Dortmund und nach Hannover und Kopenhagen. Nach Kopenhagen und nach Hannover, was meinst du, was das sein könnte? Okay, ich warte mal kurz. Mhm. Du kannst mal eben raten, ihr seht das ja. Was meinst du, was meine Frachten sind, meine zwei? Die nach Kopenhagen und Hannover sind. Hast du, nur mal kurz eine Frage, hast du von Lichee nach Brüssel einen Schnellauftrag? Nach Brüssel, ja, ich habe einen Auftrag, normal, aber. Aber nur von Lichee? Ich habe, muss dann, Luxustrans. Oder sag mal von wo. Ich hab von Ostsee nach Brüssel. Das ist aber ein normaler Auftrag, da muss ich nach Deluxe Transport oder Trans. Ja, warte noch, weil der wäre zu lang, aber hast du keinen oder von wo warst du überall schon in welcher Stadt? Ich war jetzt in Hirschland, dann hier, wo wir jetzt sind, dann in Brüssel, Rotterdam, in Liga, natürlich Köln und so. Osnabrück, Kassel. Hast du einen Auftrag von. Ich hab was nach Dortmund. Ist in der Nähe. Von wo? Von hier. Du jetzt still. Ja. Ja, das ist alles zu weit. Ich habe bei mir auch schon geschaut eben. Ich habe nur hier nach Kopenhagen habe ich. Ich habe nach Kopenhagen. Das ist kurz. Oder hast du von Bremen aus etwas nach Hamburg? Aber ich kann nicht nach Bremen reisen, weil ich bin nicht Bremen gewesen und habe. Du kannst einen Schnellauftrag machen. Fliegen kannst du sowieso nicht nach Bremen, höchstens fahren. Ein Bus.
Ich hab nicht nach Bremen, ich hab jetzt nur nach Kopenhagen. Noch. Das ist der einzige Kurs und Hannover. Ja, dann machen wir morgen weiter, oder? Genau. Dann gucke ich mal, dass ich jetzt mal einen Großauftrag nehme. Beispiel nach Dortmund fahre ich jetzt. Fahre noch ein bisschen weiter kurz. Okay, dann verabschieden wir uns. Bist du jetzt schon raus? Ja. Okay. Ich wollte gerade noch so Abschied noch hupen, aber okay. Wir verabschieden uns. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und tschüss, sagt euch euer Lucky Ball. Ja, okay, danke, dass du mir gerade ein Wort. Tschüss, sag euch Lucky Boy und der Andi. Und wenn es euch gefallen hat, macht ihr natürlich einen Daumen hoch. Ciao. Ciao.